So, YouTube, hallo, herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die. 7 Days to Die mit 10 Tage Horde-Nacht. Es ist sehr viel passiert, letzte Aufnahmesession schon ein bisschen her, deswegen muss ich mich so ein bisschen reinfinden. Und mir ist was nämlich eingefallen, wir haben hier zu wenig Eisen drin. Wir brauchen sehr viel Eisen. Was ich aber hier gerade sehe, was schlecht ist, ich habe Lehm eingeschmolzen, zu viel Lehm. Denn wir brauchen den Lehm. Wie ist denn das hier sortiert? Achso, Werkzeuge waren hier drin. Aber wir haben gar keinen Lehm mehr. Weil der Lehm... Ach, hatten wir schon gemacht. Genau, gegen Pflastersteine nämlich getauscht werden muss. Weil das sind gerade mal 60 Pflastersteinblöcke. Das ist jetzt nicht so die Welt. Da müssen wir auf jeden Fall sammeln gehen. Wir haben Nahrung für eine lange Zeit. Wir haben Wasser für eine lange Zeit. Das ist also nicht das Thema. Habe ich denn hier die Steine und sowas drin? Da unten. Wir haben genug Steine und wir... Ach, wir haben schon Pflastersteinwürfel. Ja, das ist ja gut. 71 Stück. Die sind besser. Dann nehme ich noch die Bauaxt mit. Wo habe ich denn die hingeworfen? So, falls wir irgendwas upgraden müssen. Na, nehmen wir alle. Pflastersteinblöcke. Ein bisschen Pflasterstein will ich aufheben. So, dann kann er das hier produzieren. Ja. Ich finde das hier sogar ein bisschen besser. Und wir wollten da drüben an der Stelle nämlich unseren zweiten Verteidigungsturm bauen. Oder den ersten Verteidigungsturm. Und vielleicht später dann in die Richtung. Jetzt ist natürlich gerade neblig. Da ist nämlich mehr Platz. Dann den... Ja, die nächste Stufe, aber jetzt erstmal Cobblestone in die Richtung und ja. Hier habe ich auch gemerkt, habe ich schon eine Schaufel? Nee, ich habe hier auch nicht so die coolen Mods. Also ich muss sagen, beide Spielstände, der hier und der private, sind so ein bisschen... Nee, die laufen so ein bisschen auseinander. Kann ich mal so. Bei dem einen habe ich gute Mods für die Waffen, bei den anderen habe ich, hier habe ich dafür aber ein gutes Level für die Sachen. Also, es nimmt sich irgendwie... Wow. Wie ich die Leiter da unten überhaupt erwischen konnte. Hallo! Was ist denn... Also, diese Fokus-Sache von dem Spiel ist echt ein Thema. Da müssen wir nochmal drüber reden, glaube ich. Also... Wow. Okay. Wow, warte. Oh, das ist auch so ein Ding. Wenn man die Sache genau zwischen zwei Sachen legt. Nein, nicht die Spawn. Oh, puh. Okay. Aber egal. Ja, nicht. Wir sind hier. Und ich glaube, wir sind nicht mal halb durch. Wir haben uns bis zum Bedrock runtergebaut. Müssen da eigentlich weitermachen. Ach, ziemlich laut. Wenn man in die Hocke geht, ist es ein bisschen leiser, aber dann frisst es auch mehr Ausdauer. Was ist wesentlich angenehmer. Wir müssten auch einen Kaffee trinken. So, aber das interessiert mich hier eigentlich gar nicht mehr. Das müsste eigentlich passen. So. Was wir machen müssen... Warum kann ich nicht rennen? Hallo? Irgendwie rennt der nicht. Jetzt tut das. Oh, die Leiter, die fehlt. Jetzt versuchen wir es nochmal. Vorsichtig, nicht wegschmeißen. Wir brauchen eine Leiter. Leiter. Ja, wir brauchen auf jeden Fall super viel Eisen. Und ja, auf Höhe der Hauswand sind wir. Das müssen wir uns jetzt mal kurz merken. Auf Höhe der Hauswand. Wir gehen heute nicht in die Stadt oder irgendwas. Sondern wir werden... Ups. Ja, ein bisschen
den Verteidigungsturm bauen. So, das ist die Wand. Das heißt, auf der Höhe ist unser Eingang. Ich habe es in meinem privaten Spielstand, ist es um eins falsch versetzt. Das hat mich ziemlich genervt. So, oh ne, geht noch höher, okay. Und was da blöd war, es war sehr uneben. Das ist eigentlich nicht gut. Eigentlich ist eben wesentlich besser. Und hoch eigentlich auch schlecht. Und eine Schaufel bräuchten wir auch. Weil das dauert sonst ewig. Ich habe nämlich die Schaufelmod, sonst sogar die Super-Schaufelmod für das Ding hier. Da kann ich einfach beides abbauen. Im privaten Spielstand. Deswegen sage ich ja, also mir fehlen hier ein paar Mods. Und das ist schon Tag 24. Gerade mit dem Eisen könnte es echt eng werden. Und ich weiß nicht wieso, in meinem privaten Spielstand habe ich Super-Mais gefunden. Fragt mich nicht wo und wie. Ich weiß, da kann ich ein paar coole Sachen mitmachen. Wie viel Eisen haben wir denn überhaupt? Ah, ich muss so viel parallel gerade machen. Mir schwirrt so viel im Kopf rum. So viel Eisen. Wir werden das komplett einschmelzen. Das hat einfach Vorrang. Weil diese Eisenstangen, die ich machen will, einfach super viel ziehen. So, was ist denn hier mit Pfeilen gewesen? Muss ich hier auch noch Pfeile herstellen? Ne, Pfeile können sogar reichen um Munition. Okay. Da sind wir also ein bisschen auf der sicheren Seite. Das ist nicht problematisch. Die Schaufel. Oh, sag jetzt nicht, wir haben keine Metallschaufel. Oh no. Ja, mein Lootglück ist in diesem Spielstand ein bisschen schlechter. Patronengurt-Mod. Nachtsicht-Mod. Zähmte Klinge. Ich glaube, die haben wir aber hier schon drauf, oder? Ne, haben wir noch nicht. Okay. Da ist die Schaufel-Mod. Das Ding können wir auch noch auf jeden Fall nehmen. Was für die Bögen haben wir auch nicht. Gut, aber ich könnte mir einen Bogen machen. Der braucht, glaube ich, 4. Dann haben wir wenig Ersatz für Teile für den. Na, lief nicht so gut hier. Taschenlampe, Visier. Sichtbarkeit, ergonomischer Griff. Nahkampfverbrauch und vom Bögen. Okay. Machen wir erstmal Bogen verändern. Können wir den Griff verbessern. Das Ding hier kriegt die Schaufel und das Ding. Und du kriegst noch das hier. Sehr schön. Ja, Schaufel haben wir da nur die selbstgebaute. Ist ein bisschen blöd und da dann auch nur Level 5. Na gut. Wings sind das. Dann würde ich sagen, wir müssen zumindest den Eingang so ein bisschen sichern, dann können wir nachts auch weiterbauen. Dann können wir einfach unterirdisch uns dahin bauen und das alles vorbereiten. Ich hoffe, ist das jetzt... Nee, auf der Höhe muss das sein, nicht? Der hier. Eins daneben gewesen. Aber egal, ich glaube, den Hügel muss ich sowieso wegmachen und gegen was Stabiles ersetzen. Also im Privaten habe ich 3x3. Was ist das jetzt? Das wird schon passen. Ist das 3x3? Dick. Und ich hoffe, das reicht. So, damit uns hier nichts über den Kopf fällt. So. Bauen wir hier zumindest erstmal ein bisschen runter. Ich glaube, das ganze Scheißzeug müssen wir abgrabbeln, oder? Was sagt ihr? Also ich baue eh so eine Schräge ran.
Da habe ich mich schon verbaut im privaten Spielstand. Dann durfte ich die Sachen wieder abbauen. Aber das hier können wir auch in der Nacht jetzt weiterbauen. Ich glaube, jetzt habe ich eine Tiefe, die passen sollte. Wo sind die? Da sind sie doch. Die hier. Und wir brauchen... Oh. Sehr schön. Okay. Also auf der Höhe ist jetzt unser Eingang. Das heißt, wir haben es jetzt eigentlich zentriert. Eigentlich müsste die Leiter eher in die Richtung hier zeigen, nicht? Oder? Wartet mal. Nee, die zeigt in die richtige Richtung. Wenn ich ankomme, renne ich hoch. Ja, das passt. Okay. Alles gut. Manchmal ist die Perspektive ein bisschen verzerrt. Ja, der ganze Scheiß hier einmal weg. Die Frage ist halt, wie tief mache ich das? Nicht, dass sie es untergraben. Deswegen dachte ich eigentlich, ein Hügel ist eine gute Idee, aber ich glaube, so ein Sandscheiß können die ja in Sekunden wegrabbeln. So eine Kacke. Da habe ich nicht dran gedacht, als ich dieses Konzept entworfen habe. Da wäre die Ebene natürlich wesentlich besser, aber auch selbst da müsste ich ja erstmal dann das ganze Geraffel hier wegschnabbeln. Da kommen wir nicht drum rum. Außerdem brauche ich den Lehm. Das ist ja eh egal, nicht? Also, ob ich jetzt Lehm woanders abbaue oder hier und dann noch was Sinnvolles mitmache, ist ja egal. Wir brauchen das auf jeden Fall für die Pflastersteine. Vielleicht sollten wir so sagen, dass wir immer bis 10 bauen und dann in die Stadt laufen. Weil wir haben ja auch das Fahrrad, das heißt, wir können ja auch wesentlich schneller irgendwo hinkommen, das vergesse ich immer. Das habe ich im anderen Spielstand zum Beispiel nicht. Da fand ich das Fahrrad dann auch irgendwie... Also ich muss auch sagen, ich finde das Fahrrad immer noch eher mäßig, weil es eher dazu verleitet, Mist zu bauen und nicht mehr so gut aufzupassen. Ja, in meinem privaten Spielstand bin ich auch auf ein paar Bären getroffen. Und ja, die Antwort lautet ein paar Bären. Nicht nur ein. Es war ein sehr schmerzhafter Armbruch. Ich weiß nicht, inwiefern uns das hier ereilen wird. Ich hoffe mal, nicht. Wobei die Bären in Gehegen waren. Das heißt, man konnte sie gut vorbereiten. Andererseits hat es sehr viel Schuss gekostet. Ich glaube, 200 normale Pfeile. Ja. Einen Bären zu töten. Der zweite lebt noch. Er ist gerade auf dem Weg in die Freiheit. Ich weiß nicht, ob wir den Poi bei uns in einem der drei Städte bisher hatten. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall gab es da generell gutes Lootzeug und auch ein, zwei Häuser mit gutem Loot. Fehlte uns hier bisher. Also wir haben oft leere Kisten gefunden oder gerade mal Kisten, wo ja Stoffketten drin waren. Danke dafür. Ich habe nochmal geguckt. Eigentlich sind wir hier besser geskillt als im anderen Spielstand. Das heißt, das ist wirklich, ja, Zufall. Ich meine, wie viel scheiß Erde ist denn da drauf? Kacke. Wer baut doch auf dem Hügel einen Verteidigungsturm? Welcher Idiot macht sowas? Ja. Ich muss nur in den Spiegel gucken, ich weiß. Okay. Immer noch Sand. Ich weiß nicht, ob das so eine geniale Idee war. Ich meine, für die erste Nacht reicht es vielleicht, wenn wir auch nicht alles hier Cobblestone-mäßig haben.
Das Problem ist nur, alles, was ich setze, muss ich auch mühselig wieder abreißen, wenn es falsch gesetzt wurde. Deswegen habe ich da eigentlich wenig Lust drauf. Gleich 9.40 Uhr. Was ist mit dem los? Eine eine Eisenschaufel wäre natürlich auch noch nett. Könnte ich wahrscheinlich sogar selber herstellen, aber das Eisen will ich jetzt nicht noch in Werkzeuge packen. Okay, da ist schon ein Stein, das ist schon mal gut. Gleiche Szene. Ja, dann gehen wir in die Stadt. Ich weiß nicht, wo es am besten Eisen gibt. Autos natürlich immer. Aber ich finde auch, man findet relativ oft Eisen einfach in Müllsäcken. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Okay. Hier ist aber auch echt viel Sand. Sand, Sand, Sandmann. Das ist auch schon Stein. Okay, gucken wir mal. Ja, da können wir auf jeden Fall weiter dran basteln, würde ich sagen. Kann ich das hier irgendwie so ein bisschen... Nicht, dass da aus Versehen jemand direkt reinfällt. Oh, ich habe keine Baublöcke mehr. Auch schlecht. 100. Machen wir nochmal 30. Das hier kann ich auch erstmal wegnehmen. Zack. So. Dann sieht man, dass es eine Baustelle ist. Ich meine, das Ding ist noch ganz gut geschützt. Hier würde ich auch fast nichts weiter ergänzen. Wir haben die Sachen repariert. Wir haben die hingesetzt, nicht? Lustigerweise, in meinem privaten Spielstand kamen zwei von diesen ja, komischen anderen Viechern. Das hätte es echt nicht gebraucht. Und ja, nochmal auf jeden Fall... Pflastersteine herstellen. Oh, die Pflastersteinblöcke kann ich auch mal hier lassen. Das brauchen wir nicht. Trinken wir vielleicht gut. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ich muss mich echt umorientieren. Die ganzen Kisten funktionieren hier anders. Das kann hier bleiben. Das brauchen wir. Das muss hier bleiben. Wo packen wir das hin? Am besten hier neben. Da kommen wir immer ran rechtzeitig. Ein paar Steine müssen wir mitnehmen, falls wir was reparieren müssen. Rad haben wir. Essen, Trinken, Werkzeuge, Knüppel. Hier haben wir zum Beispiel kein gutes Verteidigungswerkzeug. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das irgendwie finden könnten. Okay, Fahrrad. Zack. Warte, klicken nicht, dann kommt man ja fahren ohne Dings. Ah, super. Wo wollen wir hin? Wir haben ja schon einiges erkundet. Ich würde sagen, nochmal in die Stadt. Die ist einfach am dichtesten dran. Da können wir am meisten holen. Ich meine, sowas wie Eisen könnten wir auch im Fahrrad dann verstauen, wenn wir das hauptsächlich suchen. Das Gute ist, hier und generell verabschieden wir uns so langsam von den Pfeilen. Bedeutet auch, wir müssen gar nicht mehr so viel Federn sammeln, nicht? Die sind ja zwar nicht unendlich. Aber trotzdem ja, nervig zu sammeln, nicht? Das ist eher so das Problem. Aber wenn so ein Huhn einen natürlich vor die Flinte fährt, dann nehme ich das natürlich gerne mit.
Ich finde das halt nur unrealistisch, dass es halt sich weiter dreht, wenn man abspringt. Da hätten sie vielleicht ein bisschen... Ne? Nicht, selbst wenn ich bremse, die Bremsen sind aus der Hölle. Also ein echtes Fahrrad funktioniert halt einfach total anders. Nicht? Also es rollt einfach ewig weiter. Weil würde das Rad so funktionieren wie ein echtes Rad, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen attraktiver als Fahrzeug. Ich glaube, das soll ja auch genau das sein, dass man die nächste Stufe hochgehen soll und das Fahrrad eben nicht das Attraktive ist. Holz drin. Eisen. Wir können natürlich Eisen auch so abbauen. Apropos so abbauen. Wir haben keine Punkte mehr verfügbar, sonst hätte ich natürlich gesagt, wir gehen hier... Oh, hier haben wir schon Punkt 2. Okay, Bogenschießen wäre dann das nächste. Das brauchen wir. Steine kriegen wir genug, indem wir jetzt unterirdisch abbauen. Da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das ist quasi gegessen. Sieht doch interessant aus. Da könnte es doch was geben. Vor allem gibt es Autos. Wobei ich lieber die Autos auseinandernehme, die kaputt sind. Wie das hier. Oh, hier habe ich den Ranch Level 2. Das ist natürlich stark. Auf jeden Fall besser als die Einser, die ich im anderen habe. Ist auf jeden Fall gut, wenn man so zwei parallele Spielstände hat. Da kann man so ein bisschen üben und gucken, was das Spiel noch so für Gefahren für einen hat. Ach, er macht da Geräusche, wartet. Da kümmern wir uns doch mal eben drum. Der Arme. Hey. Hey. Na, sag mal. Steht sich drüber oder drunter? Ich sehe es echt nicht. Irgendwie. Geht doch. Mir fehlt dieser Indikator, wo man sieht, dass das dann so rumstaubt. Manchmal, wenn man in den Boden schießt. So. Ja, Polizeiauto haben wir ja hier auch schon auseinandergenommen. Das ist auf jeden Fall ein Spaß gewesen. Würde ich auch nochmal machen. So, was hast du noch drin? Level 5. Ach, das ist Glover Heights. Von hinten. Oh, ich weiß nicht, ob Level 5... Wollen wir da wirklich hoch? Level 5 ist schon, glaube ich, hart, oder? Aber es ist halt ein rotes 5er. Das heißt einfach viele, nicht? Nicht gefährlich. Also gefährlich, weil viele. Okay. Da sind zumindest nicht die gelben. Wir können ja gucken und wenn nicht, springen wir aufs Rad. Nur mal kurz gucken. Vielleicht haben die ja genau hier die Verteidigungswaffe, die wir brauchen. Solange wir nicht einbrechen. Einbrechen ist immer richtig übel, nicht? Scheint aber nicht gesehen. Sehr gut. Mann, der ist hartnäckig. Na, sag mal. Oh, hallo Mama. Wo kommen Sie denn her? Ja, wir brauchen den anderen Bogen. Wobei ich den hier lieber mag. Ich hab's gesehen. Komm her.
Du Scheiße. Okay. Wie war das mit... Dass der Vogel einen auch immer treffen muss? Kacke, die ist ein bisschen schnell. Wir haben halt keine gute Nahkampfwaffe. Das ist so ein bisschen unser Hauptproblem. Scheiße, jetzt habe ich noch einen geweckt. Aua. Ich treffe auch gerade gar nicht. Oh, nicht nur ein Vogel. Schnell. Komm. Du Scheiße. Okay, ich wusste nicht, dass der Hauptkampf auf dem Dach stattfindet. Sagen wir es, wie es ist. Wir müssen erstmal die breite Masse wegkriegen hier. Ach du Scheiße, da sind noch mehr. Wow, ich hätte gedacht, ich treffe sie. Ah. Okay. 5 Sterne ist auf jeden Fall... 5 Sterne. Ich bin sogar infiziert wegen den dummen Vögeln. Ich hasse sie. Gerade in so einer Situation muss man warten, bis die einen annerven. Nerven die tierisch. Ich glaube, da kommt gleich nochmal so eine Kolonne. Puh. Oh. Boah. Dieses Ding lebt hier noch. Oh Mann, ein paar Pfeile. Das fing so gut an. Ich habe nur gezischelt. Und die laufen auch noch so schnell. Oh, haben wir es jetzt mal langsam. Ich muss noch die Vögel auseinandernehmen. Okay. Dann haben wir wegen den Federn. Oh shit, ich hoffe, ich habe Honig oder sowas dabei. Ja, aber Bücher, eine Schatzkarte, das hilft mir alles nur nicht gerade. Warum habe ich eigentlich die doofen Samen mit reingenommen? Wir wollten die pflanzen, ne? Ah, da hat mich auch wieder keiner dran erinnert. Mann! Treffen wir auf jeden Fall hilfreich in dem Spiel. Sag ich, wie es ist? Das ist der Trick. Hier haben wir noch 69 Pfeile. Oh oh. Okay. Ich höre noch mehr Leute. Ist ja unglaublich, was hier los ist. Haben die mich schon gesehen, ist die bessere Frage. Am Stein. Okay.
dachte, alle wohnen inzwischen auf diesem Dach. Mein Gott. Der Kai geht aber auch manchmal einfach nie durch. Gebäck. Okay. Es gibt das hier. Nur technische elektronische Teile. Haben wir Pillen? Haben wir irgendwas? Wir haben nichts. Ich würde sagen, das soll ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu pausieren. Und wir machen hier direkt weiter. Seid dabei. Bis gleich.